Diese schwarze Erde ist keine gewöhnliche. Sie enthält Pflanzenkohle, also verkohlte Biomasse, die viele Nährstoffe und Wasser speichern kann. Familie Pfützner in Schwendt hat sich seit 2014 auf die Herstellung dieser Erde nach der Terra Preta-Methode spezialisiert. Terra Preta ursprünglich sind die fruchtbarsten Böden der Welt im Amazonasgebiet, menschengemacht von den Indianern dort vor vielen hundert Jahren. Und diese Erde ist heute noch erhalten und wurde bei archäologischen Ausgrabungen gefunden und seitdem wahnsinnig viel geforscht. Mit der Methode werden die eigenen Gartenabfälle weiterverwertet. Es wird nicht nur der Stoffkreislauf geschlossen. Mit der Erde ist der Boden fruchtbar, die Pflanzen gesund. Schädlinge gibt es nicht und die Ernte ist größer. Dünger und Pflanzenschutzmittel werden auch nicht mehr benötigt. Der Familienbetrieb im Tiroler Unterland setzt bei der Produktion auf Regionalität. Ja, eigentlich ist bei dieser Firma alles regional, weil sowohl die Zutaten für die Erde regional sind, als auch, dass sie hier wirklich entstanden ist. Regionaler geht es eigentlich gar nicht. In der Anlage in Schwendt informieren sich neben Hobbygärtnern auch immer mehr Landwirte über die Methode, wie aus Gartenabfällen Terra Preta gemacht werden kann. Daneben bietet Familie Pfützner auch Seminare in ganz Tirol an. Und die Tiroler Landwirtschaftsschulen arbeiten immer häufiger mit dieser Methode. Abgesehen von einem Schwarzerdehersteller in der Steiermark ist Terra Tirol der einzige Betrieb seiner Art in Österreich. Diese Schwarzerde oder wie man so schön sagt, Mundererde aus Amazonas passt ja gut zu unserer biologischen Landwirtschaft da in Schwendt, weil bei uns ja auch da sehr viel Wert gelegt wird. Wir haben Milchwirtschaft und viele von den 27 Bauern liefern 25 alles biologische Landwirtschaft. Also seine Idee mit dieser Schwarzerde passt gut zu dieser heimischen Landwirtschaft. Familie Pfützner bietet die Schwarzerde auch auf terratirol.at zum Bestellen an.